Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterheinsdorf freuen sich über ein neues Gerät zur Rettung eingeklemmter Personen aus Unfallfahrzeugen. Soweit so gut. Die Ausrüstung der Feuerwehren gehört zu den kommunalen Pflichtaufgaben im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes. Hier aber wurde ein sogenannter Gerätetausch vorgenommen. Ein in heutiger Zeit noch nicht so gebräuchliches Verfahren. Das vogtländische Unterheinsdorf in der Nähe von Reichenbach ist ein kleiner, ländlich geprägter Ort. Viel Grün, kleine Häuser und eine freiwillige Feuerwehr mit einer langen Tradition. Aufgrund der verkehrstechnischen Lage der Ortschaft haben die Kameraden vor allem beim Thema Verkehrsunfälle immer gut zu tun. Dafür brauchen sie natürlich entsprechende Technik. Dazu gehört dieses Gerät mit Spreizer und Schere, das erst seit kurzem auf dem Fahrzeug ist. Doch es ist keine Neuanschaffung, es ist ein sogenannter Gerätetausch. Die Idee wurde geboren aufgrund dessen, weil wir ein Feuerwehrfahrzeug in Mühlau, einem Ortsteil, aussortieren mussten. Das ist außer Dienst gestellt und das hatte ein solches Gerät oder diese Geräte an Bord. Wir haben jetzt ein neues Fahrzeug bestellt, inklusive dieser neuen Geräte. Und da haben wir gesagt, ey, wir das irgendwo vergammeln lassen. Dann geben wir es doch lieber an die Kameraden hier in Heinsdorf, weil die noch nicht ganz so gut ausgestattet waren. Und ich sage mal, im Endeffekt, wenn man sich untereinander hilft, man sagt so schön interkommunal, dann ist das ja eine gute Sache, weil vielleicht brauchen wir auch die Hilfe von den Kameraden hier aus Unterheinsdorf mal. Und deshalb ist es wichtig, das so zu tun. Es ist sozusagen eine Einsatzerweiterung, ohne dass große Kosten kommen. Das kann man sagen, jawohl, weil es ist ja schon bezahlt, das Ganze. Und im Endeffekt, wenn die Kameraden hier damit arbeiten, und das haben sie ja schon getan, die hatten schon einen Einsatz damit, dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Natürlich wollten alle Beteiligten das Gerät einmal richtig in Augenschein nehmen, also raus damit aus dem Fahrzeug. Bei diesen Bildern ist es nicht schwer zu erkennen, leicht ist das Gerät nicht gerade, doch das ist für die Kameraden eher zweitrangig. Gut, das Gewicht her kann ich jetzt nicht groß was sagen, aber ich denke mal, um die 125, 130 Kilo wird das komplette Gerät schon wiegen. Und da ist das bestimmt auch ein ganz schöner Kraftaufwand, damit zu arbeiten. Für einen Mann wechseln Sie sich da ab? Ja, sicher. Der Trupp, der arbeitet, besteht ja aus zwei Kameraden. So, wenn der erste sagt, ich kann nicht mehr, muss der zweite ran. Und da gibt dann ja auch immer die Hilfestellung. Ne? Also es arbeitet nie einer alleine, es arbeiten immer zwei Kameraden. Vom Sinn dieser Bestimmung überzeugte sich der Reichenbacher Oberbürgermeister im Praxistest. Wie viel hat das Kilo? 10, 15? Die Schere wird bestimmt 10, 15 Kilo haben. Gibt es da noch größer? Das wird schon 20, mein Gerät. Der LKW-Rettung sind sie größer. Also das ist mir schön zu schwer, würde ich mal sagen. Dabei ist bei diesem Gerät auch noch eine Energieversorgung notwendig. Schließlich gibt es an Unfallstellen keine Steckdose, an die es einfach angeschlossen werden könnte. Über das Notstromaggregat, was wir mit auf dem Fahrzeug haben, befindet sich gleich nebenan, neben dem Rettungsgerät. Kurze Kabel, kurze Kabelleitung und dann geht's scharf. Schon das Entnehmen der Schere ist sozusagen ein Funktionstest, da diese im Gestell festgeklemmt ist. Gegenüber dem früher eingesetzten Kombigerät, bei dem alle Funktionen in einem Gerät vereinigt waren, bringt das schon Vorteile. Na, auf jeden Fall, weil wir jetzt schneller arbeiten können. Ja, wir sind jetzt effektiver als mit dem alten Gerät. Weil das neue ist halt getrenntes System, Schere, Spreizer. Wir haben noch einen Zylinder dazu. Das ist für uns die Arbeit wegen leichter und wir können den jeweiligen Verunfallten schneller helfen. Bei solchen Bildern, die die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach regelmäßig veröffentlicht, erübrigt sich jeder Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage. Zum Ausrückbereich, den auch die Unterheinsdorfer Feuerwehr abdeckt, gehören gleich mehrere unfallträchtige Strecken. Ja, die Bundesstraße und die Umgehungsstraße gehört dazu, auch die Autobahn oben. Und wie wir wissen, ist leider Gottes unsere Umgehungsstraße hier um Reichenbach herum eine gute Rennstrecke. Und da kommt es zu öfteren solchen Unfällen. Und das ist leider so, dass dann die Kameraden hier ausrücken müssen. Und wer am schnellsten an der Unfallstelle ist, der hilft dann halt. Ne? Und deshalb sind wir froh, dass die jetzt auch ein kleines bisschen schneller sind. Weil die Kameraden haben vorhin gerade gesagt, mit den eigenen Geräten, was sie bisher hatten, waren sie halt etwas langsamer. Und so kann man vielleicht doch schneller helfen und gegebenenfalls Leben retten. Ne? Diesem Hintergrund angemessen gab es natürlich auch noch eine offizielle Übergabe. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Heinsdorfer Grund, zu der auch Unterheinsdorf gehört, ist über diesen Austausch wirklich erfreut. Denn damit werden sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Nur auf jeden Fall, weil die Ereignisse auf den Straßen, die werden ja immer mehr. Die Autos sind immer komplizierter. Und die zwei Geräte, das ist ja ein Spreizer und eine Schere, da sind dann die Dinge, werden gebraucht, um Personen aus den Fahrzeugen rauszuholen. Na, und das rettet Leben. Und nun ist ja der Brandschutz allgemeine kommunale Aufgabe. Da ist es sicher bestimmt auch schön, wenn man so einen Teil mal bekommt, ohne große Kosten zu haben. Ich hatte das ja jetzt schon gesagt, ich habe auch allen gedankt, weil wenn sich die Wehren untereinander helfen, und das ist ja eine Hilfe, die uns Reichenbach, ne, die Wehr, Stadtwehr Reichenbach hier zugutekommen lässt. Und das ist natürlich eine super Sache. Und wenn man da Geld einsparen kann, ist das ne, umso besser. Ne? Da kann man es für den Kindergarten ausgeben oder für die Grundschule. Auch das sind schließlich Aufgaben, die eine Kommune zu bewältigen hat. Da kommt jeder Euro recht, den man woanders einsparen kann. Es zeigt aber auch, dass sich in den ländlichen Gebieten bis heute dieser Zusammenhalt erhalten hat. Nicht alles wegwerfen und neu kaufen, sondern das Teilen und die gegenseitige Hilfe halten eine Gesellschaft zusammen. Ein positives Zeichen, vor allem in der heutigen Zeit.